Deshalb kann man nicht vom Missbrauch des Korans sprechen. Der Koran wird gebraucht und nicht missbraucht. Missbrauch wäre, wenn es gar nicht im Koran stünde, dass man ein Mann seine Frau schlagen dürfte und der Mann trotzdem das tut. Aber wenn der Koran sagt, du kannst deine Frau schlagen, dann kann ich nicht sagen, der Mann missbraucht den Koran, indem er seine Frau schlägt. Das Problem ist eben, dass Mohammed noch nicht entmystifiziert wird, dass sein Tun nicht menschlich beleuchtet wird. Alles wird als ein Gottesplan beschrieben, genauso wie die Texte des Korans. Die beschreiben genau diese Entwicklung von Mohammed, genau auch seine Schwächen. Aber aus der Not wird eine Tugend gemacht und man löst sich nicht von diesen Texten. Erst wenn Mohammed entmystifiziert wird, erst wenn der Koran entmachtet wird, dann können wir über eine moderne Auslegung des Korans sprechen. Und ich glaube nicht, dass der Koran von sich aus reformierbar ist, aber das Denken der Muslime ist reformierbar. Sie beschreiben auch in dem Buch, dass die Rituale der Muslime so extrem detailliert verlangt werden, damit diese Macht im Grunde genommen über jedes Individuum weiter existiert und möglichst stark ist. Ist dieses Ritual, was ja bis in die nicht nur Waschungen hineingeht vor dem Gebet, sondern bis in jedes Detail des täglichen Lebens, eine Möglichkeit der Instrumentalisierung der Religion, um tatsächlich den Deckel da drauf zu halten? Richtig, genau das. Wie ich gesagt habe, Mohammed war ein Narzisst und er brauchte die Verehrung seiner Anhänger. Weil er die Liebe früher nicht hatte, dann versucht er das auch bei seinen Anhängern, nicht nur bei den Frauen, sondern bei seinen Anhängern. Und er lud sie 5-mal am Tag zum Gebet ein in der Moschee. Sie durften nicht zu Hause beten, sie mussten zur Moschee kommen. 4 Uhr nachts, 12 Uhr nachmittags, mittags, 3 Uhr nachmittags, 7 Uhr abends und nachts noch einmal. Das heißt, er muss sie wie eine Militärparade, zu einer Militärparade einfach auftreten lassen, weil er sie kontrollieren wollte. Weil natürlich auch mit Kriegsbeute und mit diesem Kriegsgeschäft war er auch irgendwann nicht sicher, wer tatsächlich auf seiner Seite ist und wer nur Kriegsgewinne machen will. Dann kam dazu diese Selbstkontrolle. Er hat den Muslimen gesagt, es sitzt ein Engel auf der rechten Schulter und ein Engel auf der linken Schulter und sie dokumentieren alles, was du sagst, was du machst und was du denkst. Deshalb denk ja nie daran, mich zu verraten. Das, all das. Und dann, er musste für jede Angelegenheit, wann sie schlafen, wie sie schlafen, was sie sagen, bevor sie schlafen, was sie sagen, wenn sie vorher, was sie sagen, wenn sie in die Toilette gehen, was sie sagen, wenn sie aus der Toilette rauskommen, was sie essen, was sie nicht essen, was sie lieben, was sie nicht lieben sollen. All das musste er kontrollieren. Er überließ ihnen nicht die Freiheit, sich persönlich zu gestalten und freie Entscheidungen zu treffen, weil er den Menschen, auch sogar seinen Anhänger und seinen Frauen gegenüber sehr skeptisch war. Und das hatten wir teilweise von ihm auch vererbt. Das bringt natürlich junge Muslime auch in innere Abhängigkeit, dass sie nicht frei denken können, dass sie sich nicht frei entfalten können, dass sie ständig Angst haben, in die Sünde zu fallen. Sie können dem Propheten nie gerecht werden. Und das ist für mich die erste Stufe der Radikalisierung, schon lange, bevor wir über Salafisten oder über IS sprechen. Gehen wir diesen Punkt mal weiter, nämlich den Punkt des sogenannten Dschihad, der ja eigentlich nicht unbedingt Krieg bedeutet, sondern da geht es ja eigentlich darum, sich zu bemühen, als dieser ganz kleine Muslim, der ganz kleine Mensch, dem Gott nahe zu kommen. Das ist übrigens eine Interpretation, die so weit vom Christentum ja gar nicht entfernt ist. Warum ist heutzutage dieser Begriff Dschihad eigentlich immer nur noch verbunden mit Krieg? Ist das im Koran so fundiert, nachweisbar, dass es da nur um Krieg geht? Der Begriff Dschihad an sich existiert nicht im Koran. Es ist kein Problem der Begrifflichkeit. Im Koran stehen aber 206 Passagen, die den Krieg verherrlichen, den Tod von Ungläubigen
verlangen sogar die Enthauptung von Ungläubigen verlangen. Und das Problem ist auch, dass diese 206 Passagen zu den letzten Passagen des Korans gehören. Das heißt zum Manifest, zum Ergebnis. Und das ist nicht nur eine Frage von einem Begriff, sondern auch die islamische Geschichte selbst ist auf den Dschihad aufgebaut. Als Mohammed friedlich gepredigt hatte, hatte er keinen Erfolg. Erst mit dem Krieg kam der Erfolg, haben Scharen von Menschen sich an seinem Projekt beteiligt, weil sie natürlich auch Gewinne in Aussicht gesehen haben. Die ganze islamische Ökonomie wurde auf die Idee von Kriegsbeute und von Sklavenhandel ausgerichtet. Was war der Job von Mohammed in Medina? Was war der Job von seinen Gefährten in Medina? Nichts außer Kriege zu führen und Kriegsbeute zu verteilen. Aber dann ist doch das, was der IS jetzt tut und was von dem Großteil der islamischen Welt abgelehnt wird, einen Dschihad zu predigen, der heißt, alle Ungläubigen zu töten, eigentlich so weit von der Interpretation des Dschihad gar nicht entfernt. Der IS tut nur das, was Mohammed damals getan hat, und zwar haargenau. Alles, ob Kriegsführung, ob Versklavung von Menschen, Sexsklavinnen, Kriegsbeute als Sexsklavinnen zu haben, ob Enthauptung von Ungläubigen oder Kriegsgefangenen. Sie haben sich Mohammed als Vorbild genommen. Und ich wiederhole noch einmal, das Problem ist nicht das, was Mohammed vor 1400 Jahren getan hat. Das Problem ist, dass Mohammed im 21. Jahrhundert immer noch als politisches Vorbild gilt. Und deshalb gilt es, ihn zu entmachten, zu entmystifizieren. Und nichts anderes will ich mit diesem Buch tun, außer ihn als Mensch zu beleuchten und zu zeigen, dass das, was er getan hat, aus persönlichen Motiven, aus persönlichen Schwächen teilweise getan hatte. Und wir müssen uns nicht das nochmal wiederholen, sonst landen wir immer bei Al-Qaida oder bei Hamas oder bei IS. Wir sind ja jetzt in einer Phase, in der sehr, sehr viele Muslime nach Europa kommen, durch diese enorme Flüchtlingswelle. Was passiert mit denen? Das sind jetzt nicht alle tiefgläubige Muslime. Gerade aus Syrien gibt es einen Mittelstand, der die Religion zwar akzeptiert und praktiziert, aber in einer relativ säkularen Weise. Was passiert mit denen, wenn sie jetzt mit einer doch ganz anderen Interpretation, einer sehr privaten Interpretation von Religion in Europa konfrontiert werden? Ja, deshalb muss man auch die Leute klipp und klar von Anfang an machen, wie die Spielregeln in dieser Gesellschaft sind, wie eine offene Gesellschaft funktioniert. Die Leute müssen lernen, dass sie aus einem Islam geflüchtet sind, das ihr Leben zur Hölle gemacht hat. Dann können sie nicht den gleichen Islam hier nochmal eins zu eins umsetzen. Sie müssen sich von Teilen ihrer Kultur trennen. Irgendjemand muss den Mut haben, ihnen das zu sagen. Ich weiß, dass es Bio-Deutsche sozusagen schwerfällt, Bio-Deutschen schwerfällt, einfach so über Flüchtlinge zu sprechen. Aber ich will, dass es ihnen gut geht in diesem Land. Ich will nicht, dass Flüchtlinge sich wieder verbarrikadieren, dass die gleichen Fehler nochmal gemacht werden, dass sie von den konservativen islamischen Vereinen und Verbänden vereinnahmt werden und einen konservativen Islam so eingeimpft bekommen. Und die Regierung scheint den Fehler zu wiederholen zu wollen, den Islamverbänden noch mehr Einfluss und noch mehr Macht und Befugnisse zu geben, damit sie sich um die Flüchtlinge kommen. Jetzt wollen sie neulich dann Wohlfahrtsverbände aufbauen, damit sie mehr Flüchtlinge betreuen können. Das ist gefährlich und das ist der falsche Weg. Wenn die Menschen vor dem Islam geflüchtet sind und der Islam ist auch Teil dieses Krieges, nicht nur die Diktatur, dann kann man nicht zulassen, dass das Gleiche sich nochmal wiederholt. Die Leute müssen von Anfang an Deutsch lernen. Ihre Kinder müssen deutsche Staatsbürger werden. Und alles, was das hindert, muss bekämpft werden. Sei es Eingriff in die sogenannte Religionsfreiheit. Denn die Religionsfreiheit darf nicht die persönliche Freiheit und die anderen Freiheiten
beeinträchtigen oder außer Kraft setzen. Wir haben jetzt über sehr viele psychologische Momente und Motive gesprochen. Wenn wir das nochmal übertragen auf die Flüchtlingssituation, heißt das aber auch, es gibt eine ganz große Gefahr, abgesehen von denjenigen, die jetzt schon in diesem Bereich der Flüchtlinge fischen nach möglicherweise Unterstützung von IS, nach sehr radikaler Interpretation des Islam. Denn diejenigen, die hier hinkommen, haben einen Teil ihrer Heimat verloren. Das heißt aber auch, sie können in der Religion, in der Ausübung der Religion im Zweifel ein bisschen Heimat mitnehmen. Ist da nicht die Gefahr, dass die sich gerade besonders abgrenzen und ihre Religion interpretieren als ein bisschen Heimat in der Fremde? Genau das. In der Diaspora hat man immer die Neigung, die eigene Heimat, die eigene Religion, die eigene Kultur zu überhöhen, zu glorifizieren und von Kritik Abstand zu nehmen. Und genau das sollte man eigentlich nicht zulassen. Man sollte die Leute willkommen heißen. Mir ist lieber, dass die Menschen die Flüchtlinge mit Blumen empfangen, als mit Steinen natürlich. Das sind Menschen, die teilweise traumatisiert sind und sie brauchen Hilfe. Aber zu dieser Hilfe gehört Orientierungshilfe. Diesen Menschen zu helfen, sich selbst zu helfen, ihnen dieser Gesellschaft zu erklären und zu sagen, habt keine Angst vor dieser Freiheit. Denn diese Freiheit hat es möglich gemacht, dass dieses Land euer Zielland ist und nicht Mekka, wo das Herz des Islam ist. Nicht Saudi-Arabien. Diese Freiheit, diese offene Gesellschaft, dass jeder lieben will, kann, wen er will und heiraten kann, wen er will, dass Frauen schwimmen dürfen, dass Gleichberechtigung da sind. Das sind gute Werte, die Deutschland ausmachen und die Deutschland so liebenswürdig machen, so dass all diese Flüchtlinge lieber nach Deutschland flüchten, als nach Saudi-Arabien, wo der Islam begann. Aber man weiß auch, nach der Euphorie kommt die Realität, kommen die vielleicht sehr schwierigen Lebensbedingungen der Flüchtlinge in Deutschland. Und da wäre die Rückbesinnung auf die Religion eine sehr einfache Methode. Was muss denn ein Staat oder was wäre denn das, was Sie von der deutschen Regierung, von der Politik verlangen, von den Verbänden verlangen, im Hinblick auf die Integration dieser Menschen? Sie sagen, das ist eine offene Gesellschaft. Orientierung muss gegeben werden. Wir haben immer das Problem, dass gerade die islamische Welt uns vorwirft, ihr habt ja gar keine Orientierung mehr, ihr habt ja gar keine Religion mehr. Ja, ich meine, die Regierung darf sich nicht auf die Islamverbände verlassen für die Integration dieser Menschen. Das wäre dann nochmal den gleichen Fehler wie mit der ersten Integration, die teilweise auch in Schwanken gebracht wurde. Man darf die Integrationsfrage nicht islamisieren. Integration bedeutet Teilhabe an Bildung, Teilhabe am Wohlstand dieser Gesellschaft, auch kulturell mitzumachen und bedeutet nicht, sich abzukoppeln in Hinterhofmoscheen und einfach die ganze Zeit die Fragen der Religion zu betrachten. Ich bin für Religionsfreiheit. Es ist in Ordnung, dass die Leute zur Moschee gehen, beten, fasten, all diese Rituale haben. Aber da, wo nicht nur das Grundgesetz, sondern die Normen dieser Gesellschaft verletzt werden, da muss der Staat schützend vor den Menschen stehen. Das heißt, wenn ein Mädchen aus dem Sportunterricht oder Schwimmunterricht rausgenommen wird, das ist ein Verstoß gegen Menschenrecht. Das ist ein Verstoß gegen das Recht dieses Mädchens, sich frei zu entfalten. Und Artikel 2 in der Verfassung garantiert das. Das heißt, ich verstoße nicht gegen die Verfassung, wenn ich sage, auch wenn deine Religion dir verbietet, dass deine Tochter schwimmt, sie schwimmt, weil sie in Deutschland ist und weil sie Teil einer deutschen Schule. Diese deutliche Sprache vermisse ich. Die Politik duckt sich. Man versteckt sich. Warum ist sie nicht selbstbewusst genug zu sagen, wie das andere Länder auch tun? Ja. Hier haben wir eine bestimmte Kultur. Ja. Und wer zu uns kommt, soll auch diese Kultur annehmen im Sinne von sie akzeptieren. Sie sprechen gerade von dem, was unseren Staat im Augenblick ausmacht, das Fundament des Staates, nämlich das Grundgesetz. Ja. Man hat oftmals den Eindruck, wir haben so ein bisschen Angst, das Grundgesetz auch wirklich denen zu präsentieren, die zu uns kommen.